primär da, wo die Familie ist oder wo gute Freunde sind. Ein Ort oder eine Stelle, wo man sich gut aufgehoben fühlt, wo man so sein kann, wie man sonst drauf ist. Mein Zuhause. Familie. Frankreich. Mich wohl zu fühlen. Ich würde sagen, da, wo mein Herz ankommt. Ein Ort, wo ich mich wohlfühle und was mir einfach sehr vertraut ist. Wo man Weihnachten feiert. Aber eigentlich zu Hause, weil da habe ich mein Bett und da schlafe ich. Schnitzel mit Regle. Ruhe. Familie. Heimat. Wir alle haben sie oder suchen danach. Und jeder hat andere Vorstellungen davon. Was verstehst du unter Heimat? Was steckt hinter unserer Heimatliebe? Was treibt uns an? Ist es die Suche nach dem Sinn? Nach dem, was im Leben dauerhaft bleibt? Wohin können wir immer wieder zurückkommen? Und was trägt uns? Du und ich und Menschen weltweit spüren, dass Wohnungen und Häuser, Freunde und sogar Familie keine wirkliche Sicherheit bieten können. Als Christen erleben wir, unsere feste Basis ist Jesus Christus. Petrus, einer seiner ersten Nachfolger, hat es einmal so ausgedrückt: Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wir wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Gott begegnet Menschen. Er bietet Heimat. Wer sein Zuhause bei Jesus gefunden hat, der spürt, jeder auf der ganzen Welt sollte diese Heimat kennenlernen. Wir sind begeistert über viele, die ihr äußeres Zuhause loslassen und in die ganze Welt aufbrechen. Besonders zu Menschen, die von Jesus noch nie gehört haben. Gottes Liebe ist vielfältig und farbenfroh und genauso bunt wird sie auch weitergegeben. Das geschieht in sozialen Diensten, in Lehre, praktischer Hilfe oder ganz einfach dadurch, dass wir Menschen begegnen.